Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich mir doch wieder einen 3D-Drucker zugelegt. Ja, ich werde es wohl nie lernen, aber ich hatte Lust gehabt, wieder mal einen 3D-Drucker zu organisieren. Wieder mal ist relativ, da ja die Zeit eigentlich nicht so lange her ist, wo ich den letzten gehabt habe. Ja, ihr seht hier hinten ist noch immer gleich liegend der Ultimaker. Gar keinen Bock, den zu reparieren, der nervt mich. Aber egal, er liegt einfach so da, so wie ich oft am Wochenende blöd so da liege mit dem Handy und egal. So, aber ich kann euch den Scheiß nicht hier zeigen. Ach, Scheiß sollte ich ja nicht sagen, lieber den 3D-Drucker nicht hier zeigen. Denn mein, und hier ein großes Danke an HP. Ich könnte kotzen. Nur ganz kurz noch. Ich habe mir dazu mal einen HP Omen Laptop besorgt. Hier, das super beschissene Scheißding hier. Das hier. Hm? Das Ding. Hm? HP Omen. Super Teil, echt Hammer. Jetzt nach 2 Jahren und glaube 4 Monaten funktioniert die Pissscheiße nicht mehr. Danke HP für einen Laptop, was ich glaube über 2000 Franken gekostet hat. Echt super Qualität. Sollige Qualität, ja. Ich denke, die Grafikkarte so rein vom Anschein ist defekt. Kurzes Symptom. Ich starte, das HP Omen Logo kommt. Dann will Windows starten. Windows startet eigentlich auch und es kommt irgendwo im Eck klein ab und an. Ganz klein kommt der Windows Desktop und dann flimmert es und das Bild ist weg. Aber Windows läuft im Hintergrund, man hört es, man kann aus und einstecken, ding, 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 kling, klang, egal. Ich schweife total wieder vom Thema ab. Hab die RAMs probiert wechseln, gleicher Scheiß, ich bin genervt. Fuck you. Darum werden wir uns gleich oben sehen, wo eigentlich meine ja, Waffenputzraum-Sammelstelle, wie auch immer ist, da habe ich den 3D-Drucker jetzt nun ja, bereitgestellt und bin ihn am Testen. Ja, also, wir sehen uns oben. Ich bin einfach zu alt, um Stiegen zu laufen. Ich weiß nicht, ob man ihn jetzt schon hört am Mikrofon. Aber wenn ihr ihn hört, wisst ihr, was ich schon sagen will damit? Es ist wieder einmal nicht gelungen und es wird auch nie wahrscheinlich gelingen, dass es leise Lüfter gibt. Aber ich erwähne das nicht extra, lieber noch mehr oder noch intensiver wegen den super leisen Lüftern, denn ich 1000 Videos, übertrieben gesagt, habe ich es schon erwähnt und immer wieder gesagt wegen den Lüftern, aber ich hoffe, ihr hört es. Es ist sehr laut, sehr laut. So, was kann ich euch kurzum sagen? Positiven Dinge zuerst, dann bin ich schneller fertig. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich finde gut, dass Netzteil nun alles im Unterboden verbaut ist. Ich finde auch das Design jetzt besser, obwohl, who cares. Was ich nicht gut finde, ach, ich wollte eigentlich mit den guten Sachen anfangen. War es das schon? Egal. Ich gehen wir mal näher zu dem Ganzen. Ich hoffe, ihr hört mich dann noch. Ich werde euch jetzt nicht lange hier über den 3D-Drucker hier Geschichten erzählen. Ich möchte es wirklich, wirklich, wirklich mal eher kürzer halten, das Ganze. Ja, dass meine Watchtime vielleicht ein bisschen besser wird. Aber noch Werbung in eigener Sache. Ich habe dann einen Motorradkanal und einen Waffenkanal. Okay, da muss ich so oder so wieder Videos machen, aber die Zeit fehlt mir. Werde in Zukunft alles immer die Links in die Videobeschreibung stopfen von den Kanälen, also so Werbung in eigener Sache. Also gucken bitte, danke. Oder abonnieren wäre natürlich auch cool. Aber das nur nebenbei.
Was finde ich gut in dem Drucker? Die Einstellrädchen für die Riemen finde ich ganz gut eigentlich. Brauche ich fast nie, aber was man hat, hat man. So, fertig, das war's. Nee. Ich finde das Display auch recht okay, obwohl ich, da ich ja auch zu der Sorte schon gehöre, alles, was einen großen Display hat, ist Touchscreen und wollte da raufdrücken, bis ich gemerkt habe, hier haben wir das Rädchen zum Drehen und so die Menüführung zu bedienen hier. Was ich nicht so gut finde an der Menüführung nebenbei gerade, ist der, also wenn man hier das Stopp auswählt oder das, die Pause auswählt oder das Tune, egal wie, ihr seht es wahrscheinlich sowieso nicht. Ich mache es hier jetzt ganz, ganz wirklich sehr unprofessionell. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt sieht in der Kamera, aber der Unterschied, sorry für die unprofessionelle Art gerade, der Unterschied zwischen du bist nicht auf dem jeweiligen Button und du bist auf dem jeweiligen Button oder Symbol oder Icon ist nicht gerade groß. Und je nachdem, wie man aufs Display sieht, also wie jetzt, wenn ich jetzt hier so sitze und drauf sehe und ich bewege es hier, sehe ich bis auf das, dass sich die, wie soll ich sagen, die Schrift leicht ändert, überhaupt nichts. Ob ich wirklich drauf bin, das sollte der Absatz oder wie auch immer, der Unterschied sollte größer sein. Das finde ich am Display jetzt schon mal kacke. Sonst die Menüführung finde ich gut. Ja, ich finde auch, das ist wirklich gut. Die Menüführung finde ich gut. Ganz okay, ganz easy. Finde ich gut, wirklich. Ohne Probleme. Wie gesagt, dass das Netzteil jetzt unten ist und nicht mehr auf der Seite, finde ich auch gut. Was ich nicht gut finde ist, und das hat mich am Anfang schon wirklich angeschissen hoch 10, die ganzen Profile hier, also die ganzen, speziell die Hauptprofile der Z-Achse, die sind nicht wirklich schön im rechten Winkel, also sprich im 90-Grad-Winkel geschnitten geworden. Die waren ein bisschen leicht schief, schräg, wie auch immer. Und somit ist das Ganze ein bisschen sehr verzugsnahes Zusammenbauen, könnte man es nennen. Denn wo ich hier das schöne, ich bin ja ein Tüpfelscheiß in diesen Sachen, hier das schön an der Kante mit dem Hauptprofil gehabt habe, wirklich schön, bei beiden Seiten, passten hier, und zum Teil, ich glaube, es waren über ein Millimeter die Löcher hier oben nicht. Weil die Dinge irgendwie so alles schräg war. Ich habe schon bemerkt, wo ich unten es angeschraubt habe, dass, wie soll ich sagen, die Stütze, ja, ich kann es nicht gut erklären, es ist einfach nicht schön geschnitten gewesen. Es ist einfach eine Spannung drauf. Und dann musste ich, um die obere, oder um das obere Profil zu montieren, unten wieder lösen und im Prinzip habe ich jetzt einen kleinen Absatzteil, dass ich überhaupt oben das montieren konnte. Da habe ich immer wieder so Bauchschmerzen, wenn ich es eigentlich ganz schön haben möchte. Und bei dem Ender 3 Pro und beim Ender 3 war das nicht so kacke im Prinzip wie jetzt bei diesem. Das nervte mich schon zu Beginn. Und das Heizbett. Und hier natürlich kurze Vorwerbung schon an ABS Maschinenschutz, glaube ich, wo ich schon mal dies und das Heizbett gekauft habe und bekommen habe. Der schickt mir jetzt für diesen auch ein Alu-Heizbett, denn das Heizbett ist wieder mal nicht genau plan, also nicht schön plan. Ich habe wieder mein Haarlineal genommen, habe es gemessen, Ecke an Ecke, habe es gemessen im kalten und warmen Zustand. In der Mitte haben wir einfach wieder mal ein Loch. Wieder mal. Das sind einfach so Dinge, aber ich rege mich jetzt einfach nicht auf, denn ich bin ja selber schuld, dass ich mir wieder sowas zugelegt habe. Aber es ist einfach, solche Dinge finde ich einfach zum Kotzen, dass immer wieder die kleinen Fehler. Und das seit Jahren, die kleinen Fehler. Es ist ja nicht irgendwie so das zweite Produkt, was die herausbringen und dann wieder die kleinen Fehler. Nein, seit Jahren immer wieder die kleinen Fehler kommen. Und sie aus gewissen Dingen, Beanstandungen,
Minuspunkten nicht lernen oder lernen wollen. Erstens der Lüfter und die Lüfter katastrophal. Also ich hoffe, ihr hört es an diesem Mikro. Es ist wirklich, also ich finde, katastrophal. Also entweder bin ich empfindlicher geworden, aber der ist lauter wie sonst oder wie andere bis jetzt vorher gewesen sind von Creality oder allgemein andere. Katastrophe. Und das Heizbett ist wieder einmal vieles, aber nicht wirklich plan. Das sieht man auch hier jetzt, was ich hier drucke. Genau Anfang Mitte hier, wo es anfängt eben der Krater zu machen hier, haltet nun dieses Stützmaterial wieder nicht. Aber ich denke hoffentlich so gut, dass es funktioniert, um das Kackding fertig zu drucken hier, was ich drucke. Was ich immer wieder ein bisschen, und da scheiden sich wirklich die Geister, weil meine Einstellung ist einfach hier anders wie bei vielen. Andere freuen sich hier, dass es hier eine Schublade gibt und denken, hey cool, da gibt es jetzt eine Schublade. Hey cool, es hat die großen Bettlevelräder. Hey cool, eben die einstellbaren Riemen. Hey cool, da ist ein Rädchen auf dem Extruder. Hey cool, hey cool. Was ich an der Sache einfach nicht cool finde, das habt ihr erfunden. Das habt ihr in die Community von Thingiverse und Co. rein geuploadet. Die Community hat diese Dinge erfunden und Verbesserung gemacht. Und Creality macht eines, es macht einfach das nach, was die Leute, die Benutzer, die Community selbstständig im Prinzip erfunden haben, gemacht haben, geplant haben. Machen sie einfach nach die Ideen und lassen das in eine neue Version einfließen. Das ist das, was ich persönlich eben zum Kotzen finde. Sorry, aber das finde ich zum Kotzen. Sie haben überhaupt keine Ideen. Ich bin jetzt kein Creality-Hasser, ich bin kein Fan von ihnen, aber ich bin empfangers. Im Normalfall bin ich gar kein Fan von irgendwas mehr, weil ich habe immer was zu meckern. Aber das ist eben so, was ich wirklich, ja, wie soll ich sagen, schwach finde. Sie haben keine Ideen, sie benutzen nur die Ideen von der Community. Viele sagen jetzt, aber das ist ja gut, bla bla bla. Ich finde es persönlich eigentlich scheiße. Weil sie machen ja nichts. Sie haben keine Entwicklung, sie haben gar nichts, weil sie machen nur das nach, was ihr da draußen erfindet. Finde ich dann schon eher dreist und keine wirkliche Bereicherung eigentlich. Eigentlich sollte jeder, wo zum Beispiel hier die Schublade erfunden hat, einen Anteil bekommen an der Verkaufs- oder an den Verkaufssummen von den Geräten. Weil ihr habt es ja erfunden. So ist das, ist meine Meinung. Aber das nur nebenbei. Was ich noch cool finde, ob man es braucht oder nicht, aber egal. Dass man hier das Display einfach aushaken kann hier. Hat hier schöne so Metallzäpfen hier und das Plastik und die Aufnahme für das Display und so und auch das Gehäuse für das Display ist wirklich, wirklich gut. Wirklich gut. Muss ich sagen, ist schön gemacht, wirklich gut. Kann ich gar nichts mehr motzen. Mir hat es wirklich gewundert hier, weil ich habe schon ein Update gemacht, wie gut das geht. Einfach SD-Karte, zack, Firmware heruntergeladen auf die SD-Karte, blablabla, von Creality, zack, boom, bang und tipptopp. Easy, einfach, gut. Da kann man nicht sagen, wirklich Fortschritt. Hier hinten hat man noch den Riemen und den Y-Motor, Steppermotor eingehaust. Ja, hätte das sein müssen? Ich denke eher nicht. Ist eigentlich in meinen Augen ein bisschen Schwachsinn. Kann aber sehen, jeder sehen, wie er will. Ich zeige euch noch gerade noch genauere Aufnahmen dann mit meiner super mega hyperaktiven GoPro Stirnkamera nachher. Ich weiß nicht, ob man es jetzt genau sieht. Ich versuche mich auch langsam zu bewegen. Das habe ich ja beim letzten Video bei Endcontrol ja nicht so gut gemacht. Ihr seht hier hoffentlich, die Kamera ist richtig angebracht an meiner Stirn. Hier seht ihr eben die eingekapselte, oder den eingekapselten Motor. Sprachen lernen, Bubble. Dann den Motor nicht, wie auch immer. Das Zahnrad, wie, scheißegal, Riemenrad. Und hier auch noch den Schalter da unten. Ja,
braucht man es nicht, es schaut zwar schön aus, aber okay. Wichtig ist auch hier, ich hoffe man sieht es eben, ich weiß es nicht, die ganzen Schrauben hier, wo original schon drauf sind, zu nachzukontrollieren, waren bei mir recht lose. Gut finde ich aber auch hier, wo der Schalter ist, von der Z-Achse, dass hier eine Art Anschlag ist, so dass man das einfach richtig schon positioniert hat. Auch gut, ist einfach idiotensicherer. Und eben das Display, also ich hoffe man sieht es, ich kann es aber nicht versprechen, aber hier seht ihr hier, je nach Winkel, vielleicht sieht man es auf der Kamera, ich hoffe man sieht es, es ist einfach nicht wirklich blickstabil oder winkelstabil, das Display ist wirklich, ja, nicht unbedingt von der besten Sorte, das nur nebenbei. Und das Heizbett wäre vielleicht auch noch gut, wenn man es isolieren würde, aber das ist ja nicht so die große Sache. Aber ich hoffe, ihr hört einfach die Lautstärke dieses Lüfters. Ich glaube, der Hauptlüfter, der lauteste könnte, aber das habe ich noch nicht genau geschaut, ehrlich gesagt, kommt ja von unten vom Gehäuse, also sprich wahrscheinlich Netzteil oder Co. Aber dieser im Hotend hier da, Gehäuse, im Hotend-Gehäuse nehmen wir so, ist nicht unbedingt auch einer von den leisesten Sorte. Ja, das soll es einfach mal nur kurz einmal gewesen sein von dem. Vielleicht mal von dem noch ein separates Video hier. Hier. Das sind die Drucke bis jetzt. Eigentlich muss ich euch die, finde ich, die Qualität heutzutage nicht mehr eigentlich zeigen, denn ich glaube nicht, dass es wirklich noch schlechte Drucker gibt oder wo schlecht drucken. Die drucken im Prinzip alle in gewisser Art gleich das Ganze. Was ich immer wieder interessant finde, ist die Mühe, was die Drucker haben für so steile Winkel. Weil ohne Support hier, ohne halt mit Support war das, ist auch nicht schön. Und ohne Support sieht das Ganze dann so aus. Ja, das ist immer ein bisschen so, das hat auch Bruse hier die Probleme gehabt, nicht so wie der jetzt hier. Aber alle haben ein bisschen das Problem, das war das erste, was ich gedruckt habe, natürlich einen beknackten Calibration Coupe. Cube. Eigentlich recht schön geworden. Und was ich noch gedruckt habe, sind solige Dinge. Weiß nicht, ob ich das, da werde ich euch separat noch bei meinem Kanal Eigenkontrolle. Wo ist das Kackding jetzt? Egal, zum Glück habe ich ja viele ausgedruckt schon. Werde ich bei Eigenkontrolle bei dem Kanal euch noch zeigen. Das sind eben Motorrad. Teile im Prinzip. Für das ist ein 3D-Drucker wirklich sehr, sehr, sehr nützlich zu gebrauchen und hilfreich. Ja, ich finde, denke, ach nein, das will ich euch noch zeigen. Das kennt jeder, normal gehört der ja da drauf. Das hätten sie meiner Meinung nach auch noch verbessern können bei ja im Ender 3 V2. Dass wenigstens hier irgendwie das, was ja die Community ja schon vorgelegt hat, mit dem im Prinzip mit der Filamentführung, dass hier das nicht so steil ist, hier zum Extruder, hätte ja Creality auch nachmachen können und hier ja eine Filamentführung mit so einem Gerätchen hier dran machen können hätte, wie auch immer, so dass die Filamentführung nicht so steil und aggressiv anläuft zum Extruder, aber leider hat sie das nicht gemacht. Wäre noch ein guter Vorschlag gewesen. Aber jetzt soll es gewesen sein. Ich halte euch auf dem Laufenden und eben, wenn die Platte kommt, wieder die Superplatte von ABS Maschinenschutz. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Geht auf die Seite ABS Maschinenschutz. Wenn ich es nicht vergesse, natürlich stopfe ich euch jetzt schon in die Videobeschreibung. Wenn ihr
irgendwelche Heizblätter braucht, Jalo-Heizblätter und Co. für die ganzen Drucker, für viele verschiedene Drucker und noch anderes Zeugs, meldet euch beim, ich glaube Alexander heißt er. Die Dinger sind wirklich gut und die, was das Video jetzt nun sehen, wo das ja schon gekauft haben, durch zum Beispiel ein anderes Video von mir oder so, wissen es und können es hier bestätigen. Weil die Heizblätter, so wie das wieder ist, ist einfach nur dreckiger, beschissener Bullshit. Und ich finde, sie sollten es langsam wirklich wissen und machen, sonst ist das wirklich eine Verarschung. Aber so hat man natürlich wirklich solche Firmen wie ABS, Maschinenschutz, die absolute Daseinsberechtigung, denn sie machen das gut, was die beschissen machen. Ja, das soll es gewesen sein. Schaut in die Videobeschreibung für gewisse Links, dies, das, Ananas. Und ja, bis zum nächsten Mal und macht's noch gut.